Ja, der Entwurf des Wissenschaftsrates sehen wir von der Abteilung Wirtschaftswissenschaften recht kritisch. Es wird ja eine Business School vorgeschlagen. Die Business School soll ausgelagert werden von unserer Universität und gemeinsam mit der HWT in Saarbrücken durchgeführt werden. Was wird die Konsequenz sein einer solchen Fusion und Herauslösung aus der Universität? Die Konsequenz wird sein, das Profil der Business School wird nicht klar sein. Nach welchem Konzept wird es durchgeführt? Wird es ein universitäres Lehrkonzept werden oder wird es ein Fachhochschulkonzept werden? Die Konsequenzen sind, dass die Studierenden wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Die Studierenden, die ja an einer Universität studieren wollen, die Studenten können durchaus differenzieren, an welchem Hochschultyp sie studieren wollen. Wir werden keinen akademischen Nachwuchs mehr bekommen und in ein paar Jahren wird der universitäre Teil dieser Business School verschwinden, sodass letztendlich ein fachhochschulorientierter Teil dieser Business School übrig bleiben wird. Der Hintergrund des Gutachtens ist ja eigentlich, der Auftrag wurde gegeben aus den Überlegungen der Sparmaßnahmen. Es ist ja auch nicht klar, also es geht auf jeden Fall aus dem Gutachten nicht hervor, wie durch eine derartige Business School Geld gespart werden soll. Es ist zu vermuten, dass Geld dadurch gespart werden soll, dass dann die Anzahl der Studierenden drastisch reduziert wird. Aber das geht eben nicht klar aus dem Gutachten hervor. In dem Gutachten wird ja auch ausgeführt, dass die Gutachter den Eindruck hätten, in saarländischen Unternehmen wären mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung der HTW zufrieden. Ich halte dieses Argument nicht für nachvollziehbar. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass auch universitäre Absolventen sehr gern nachgefragt werden. Unsere Absolventen finden in der Regel sehr schnell eine Arbeitsstelle. Auch die kurzfristige Reaktion der saarländischen Wirtschaft, die zu uns gedrungen ist, deutet darauf hin, dass auch die saarländische Wirtschaft sehr wohl universitäre Absolventen der Wirtschaftswissenschaft benötigt.